Hallo zum Video über den Tausch der Wasserpumpe. Eigentlich wollte ich nur das Thermostat tauschen, aber dazu später mehr. Wie immer also erstmal die Verkleidung und Abdeckung demontieren, um sich Zugang zu verschaffen. Hier muss ich direkt kurz anhalten. Zu sehen sind hier die zwei Haken der vorderen Abdeckung, die sich am darunterliegenden Träger festhalten. Und das Auto und Kühlwasser ablassen. Wenn man oben die Entlüftungsschraube am AGR-Ventil und den Kühlerschraubverschluss öffnet, läuft es gleichmäßiger ab und macht nicht so eine Sauerei. Weiter Platz machen und Luftschlauch vom AGR-Ventil abschrauben. Das AGR-Ventil habe ich auch abgeschraubt, um es bei der Gelegenheit ein wenig sauber zu machen. Dann geht's an den AGR-Kühler. Schließlich ist der Blick frei auf das Thermostatgehäuse und damit auch die Sorge, dass die verrosteten Schrauben schwer zu lösen sein werden. Die eine oder andere Schraube mit Torx-Kopf habe ich erfolgreich rund geformt oder gleich ganz abgerissen. Weiteren Ansaugschlauch weg für mehr Platz. Und so musste der Dremel her. Am Ende war das Thermostatgehäuse zweiteilig. Nicht schlimm, hatte ich sowieso komplett erworben. Nur saßen die Schrauben verrostet im Wasserpumpengehäuse. Und es war aussichtslos, diese im eingebauten Zustand da rauszukriegen. Also musste die Wasserpumpe auch entnommen werden. Und da diese auch schon mal draußen war, macht es Sinn, sie auch gleich zu tauschen. Denn die war noch die erste.
Ein Tausch war somit also nicht unsinnig und ich verbuchte sie eher als vorsorgliche Wartung. Kurzum, also im nahegelegenen Autoteile-Shop für teuer Geld eine neue Pumpe besorgt. Online wäre die natürlich zum halben Preis zu haben gewesen. Nur gut, hätte ich mir auch früher überlegen können. Die Dichtfläche ordentlich gesäubert und ab da alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen. Kühlerflüssigkeit einfüllen, nicht vergessen.
Probe laufen und gucken, ob alle Anschlüsse dicht sind. Nach etwas Motorlauf oder einer kurzen Probefahrt den Kühlerstand prüfen und gegebenenfalls nachfüllen. Wie am Anfang erwähnt, darauf achten, dass die zwei Haken in den dafür vorgesehenen Schlitzen sitzen, damit es nicht klappert und die Abdeckung mit der hinteren in einer Flucht sitzt. Fertig.